Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge unten unser Ölgebiet jetzt aufgebaut, was Ölpumpt wie bekloppt. Und irgendwie eher nicht mehr hinterherkommt mit dem Ganzen. Wir können mal gucken auf die Karte kurz. Wir haben nicht gleich noch eine Aufgabe. Wir müssen das vielleicht vergrößern. Dann machen wir das mal. Damit wir das so schnellstmöglich durchführen können. Beladen des Schiffs starten. Und hier müssen wir gleichermaßen schauen, dass wir hier nochmal schnell das Gebiet so schnell wie möglich vergrößern. So, weil wir natürlich das hier. Was ist denn das? Eine Rohrleitung 2 oder eine normale Rohrleitung? Das ist eine gute Frage. Verbesserung zur Rohrleitung 2. Verbessern zur Rohrleitung 2. Ist das hier keine Rohrleitung? Doch, das ist eine Rohrleitung 2. Und wir müssen jetzt hier halt dementsprechend mal die Verkabelung nochmal neu regeln. Weil wir benötigen natürlich hier jetzt eine neue Verkabelung. Und es geht langsam das Essen aus. Und dafür bräuchte ich natürlich wieder ein bisschen was. Schauen wir, werden das jetzt einfach hier schön so lang setzen. Zack. Hat sich das und dann brauchen wir noch das Flache. Ah, jetzt sollte er wieder abschauen. Zack, ist er wieder weg. So. Ich hoffe, dass die das gleich hier fertig machen. Ja, der geht hier hin. Perfekt. Die setzen die Kabel. Ja, dann können ich die gleich mal. Als ob da jetzt noch was fehlt. Hier fehlt. Oh, Gummi. Habe ich noch Gummi? Ich habe noch Gummi. Okay. Alles gut. Alles gut. Keine Panik. Keine Panik in der Titanic. Schaut gut aus soweit. Perfekt. Jetzt muss nur noch das eine Kabel gelegt werden. Jetzt kann ich dann hier schon das wieder abgefüllt werden. Und sollten wir dementsprechend immer so eine kleine Lieferung an Nahrung kriegen. Das ist ja genau das, wo wir rauf jetzt erstmal raus wollen. Du hast keine Gebiete. Okay, what? Mein Eisenbagger hat keinen Platz mehr und wir haben kein Eisen im Lager. Das heißt, wir müssen mehr baggern. Weiter die Ecken ausgraben. Wir sind eh schon tief. Wir können auch genauso anfangen, hier mal ein bisschen abzugraben. Ich glaube, hier drunter befindet sich auch noch ein bisschen Eisen. Die können so abgegraben werden. So. Der Elektronikstand ist nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Oh, hier sind schon Teile eingestürzt. Ja, dann lassen wir die zwei mal räumen jetzt. Ich hoffe, dass unser Weg trotzdem erhalten bleibt dabei. Wie schaut es hier mit dem aus? Er ist gerade bei Gemüse. Schon mal etwas. Ja, stimmt, ich glaube, ich könnte ja schon. Und was fällt denn das? Es gibt dieses sozusagen Regierungsgebäude. So, unsere Generatoren arbeiten hier auch. Das sind Oil Pipelines, ich sag's euch. So, die tanken hier immer nach. Hier gibt's noch ein extra Lager zum Anzapfen. Das ist quasi ein in sich geschlossener Kreis hier gerade.
Das Schlimme ist, sie wird ja bald nochmal diese Produktion komplett geupdatet. 4 Monate nur noch. Nicht gut. So. Das ist die neue Stufe, die wir jetzt dann erreichen. Und ich hoffe, dass wir jetzt mal richtig gut Nahrung machen. Also, was ich auf jeden Fall merke, ist an der Karte, dass ich extreme Platzprobleme habe. Ich habe auch viel zu viele Mitarbeiter. Was mich zum Beispiel stört, ich kann hier nichts bauen, einfach weil es ja keine Erde ist. Oh, das ist nervig. Aber wir haben zu viel davon, what? Aber ich muss mal kurz gucken, können wir jetzt mittlerweile ausliefern oder wie schaut es da aus? 3 Monate Nahrung noch, uff. So, das können wir schon ausliefern, okay. Fracht ausliefern. Schauen wir mal, wie es hier ausschaut. Mit Holz könnte ich mir betonen, oder davon habe ich schon zu viel. Also 10 gegen 10, das ist ja irgendwie ein doofer Tausch, ne? Jetzt wird der geupgradet, jetzt bin ich mal gespannt. Kommt an, puff. Arbeiten. Ihm sagen wir Herr Kunde. Wir müssen ja nicht mal die unterstützen, weil Kohle ist ja hier schon drin, überall bummvoll. Also im Grunde ist hier jetzt gar nichts zu machen. Pumpen die das um, machen die hier die... Alter. Wir gehen leer, das ist ungut. Verfügbar zum Aufnehmen 800, okay. Wenn er natürlich jetzt regelmäßig fahren würde, glaube ich, würde das um einiges besser gehen. Was ist mit ihm los? Wo will er hin? Beachten Sie, dass das Fahrzeug nicht unter Förderbändern oder Rohren hindurchfahren kann. Achso, ja. Die sind auch nicht gedacht. Oh, schon wieder. Böse. Gut, jetzt können wir die hier auch wegräumen. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass das Schiff es schafft, die ganzen Dinger hier voll zu halten. Also eine Ladung sollte genug bringen. Benötigt aber allein 120 pro Fahrt. Alter, die Tanks sind schon so leer. Scheiße. Wie kann das sein, dass wir so viel benötigen, dass der nicht hinterherkommt? Okay, er steht natürlich jetzt hier da. Pumpt er sich leer? Aber extrem langsam. Was ist denn das für eine Geschwindigkeit hier? Das ist ja langsam as fuck. Das ist nicht gut. Nicht schön. Liegt das jetzt eigentlich daran, dass die Nahrungsbehälter leer... Oh, die sind echt fast leer. Scheiße. Die kriegen von mir beide mal ein Upgrade rein. Und dann machen wir für die Wohnungen hier noch einen Wasserwerksanschluss. Ah,
Ah, fürs Wasser muss ich natürlich einen Abfluss machen. Da bräuchte ich ein Abflussrohr. Wo setze ich denn das hin? Ich habe das alte abgeschlossen. Ein Transformator kriegen es von mir auch noch. Wasseranschluss kriegen sie jetzt. Jetzt sind sie happy. Alter, schau mal. Wie soll ich denn das unter Kontrolle halten, wenn der da so vorgeht? Wie viel hält ein LKW? Natürlich kann ich rein, theoretisch Kartoffeln noch reinhauen. Leute, wir müssen Abwasser, bitte. Ist jemand fürs Abwasser zuständig? Wasser sind sie nicht happy, weil ich wahrscheinlich das Abwasser nicht abgepumpt kriege aktuell. Die Frage ist, pumpe ich das hier drüber ab? Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Ich kann natürlich auch jetzt hier irgendwie runterfahren, noch Verkabelungen oder hier. Ah, das ist aber alles eklig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass wir hier... Lassen wir es erstmal so. Und dann müssen wir natürlich Abwasserplatz machen, Abrohrwasser. Ah, schau an, hier. Rohrleitung, zack. Problem gelöst. Und dann wird das Abwasser hier auch durchgeleitet und dann sollte das hoffentlich wieder passen. Öffne Bevölkerungsübersicht. Finde ich uncool. 3 Monate noch Nahrung, das ist doch eine Katastrophe. Was ist jetzt los? Es fehlen Maschinenteile. Warum fehlen denn jetzt Maschinenteile? Ihr kriegt von mir alle nochmal Maschinenteile rein. Maschinenteile gehen immer. Habe ich keinen Stahl mehr? Nee, das ist was anderes. Ich muss einen Bagger irgendwo abziehen. Irgendwo brauche ich einen Bagger her. Habe ich noch irgendwo einen Bagger irgendwo rumliegen? Nicht nützlicher Bagger irgendwo zu verkaufen oder zu verschenken? Na, guck mal, ich kann hier auf jeden Fall mal einen abziehen. Deine Bagger kann auf jeden Fall mal hier hingehen. So, wie ich 2 für Kupfer. Das scheint auch aktuell unter Kontrolle. Dann nehme ich mir hier einfach auch einen weg. Und setze dann hier auch noch einen Bagger ein. Dann noch ein LKW. Und dann sollte das werden. Das Nahrungsproblem wird aber dafür nicht besser. Das ist echt uncool.
Ich weiß echt nicht, wie ich das mit der Nahrung gerade regeln soll. Hier hinten wäre schon viel Platz. Also muss ich auch erst das Holz loswerden. Aber ich kann ja gerade aktuell meine Produktion unterstützen. Indem ich tonnenweise von dem Zeug kaufe. Dann sollten die hoffentlich wieder produzieren anfangen. Und uns das Ganze bringen, was wir brauchen. Ah, die sind alle schon gefährdet. Shit, die Miss Dizzy. Ja, der kriegt wieder Kalkstein, der hat schon wieder Erde drin. Sollte mal die Eisenproduktion noch ein bisschen Gas geben. Wäre gar nicht doof. Was ist... wie regeln wir das am schlauesten, damit wir hinten noch erweitern können? Also wir haben gleich wieder Metalle. Metall wird langsam wieder. Bedeutet, die Wartung sollte dann langsam auch wieder steigen? Rein theoretisch? Wenn Maschinenteile endlich wieder im Lager sind, warum machen die teilweise nichts? Aber die mehr Maschinenteile brauchen. Okay, wie schaut es bei dir aus? Maschinenteile. Hier produzieren sie noch Elektronik und da auch. Ja, es wird. Wir kriegen schon hin. Nahrung macht mir gerade aber ehrlich gesagt richtig Sorgen. Okay, hier muss ich dann Stahl gießen. Hier mache ich Stahlflüssigmetalle, okay. Also, ah nee, schau mal, ich habe die so gemacht, dass ich immer eine Phase habe, wo ich nichts produziere. Das ist natürlich blöd. Wie schaut es hier mit dem Wasser aus? Da hier Öl, da hier oben habe ich Wasser. Also bedeutet, von da oben könnte ich es runterleiten. Hier habe ich einen großen Wasserpump. Da muss ich das hier runterleiten und dann hier die Farm betreiben. Vor allem muss ich erstmal hier Platz lassen. Das ist, oh, ist doch alles beschissen. Wie groß sind die? Die Farmen sind einfach zu groß. Hier kriege ich eine hin. Das ist Terrain zu uneben. Gibt es nicht irgendwie einen Modus Erde begradigen, Erde aufschütten oder so? Kann ich eigentlich das... Ja, okay, Niederlage, scheiß drauf. Ach, okay. Was, wenn ich hier mal 4 mache? Produktionsstufe. Ja, der hat ein bisschen was noch auf Lager. Gehen hier mal erkunden. Es macht mir Sorgen. Ich denke mal, es liegt auch viel an unserem Energie, an unserem Diesel. Also ich denke mal gar nicht, dass das so sehr an dem Fahrzeug liegt, weil der Kumpel, der hat 4 geladen. Der hat, okay, 12 geladen. Die verbrauchen hier massenweise. Füll diese Geräte auf. Das gibt's doch gar nicht. Der Tank ist immer noch leer. Das ist echt ungut. Zu wissen, dass die Tanks leer sind. Oh, das ist eklig. 400 ist schon wieder verfügbar, Schaden. Also wenn es gut läuft, können wir richtig gut nachfüllen die ganze Zeit. Oder fast schon passend nachfüllen. Bloß es liegt halt wahrscheinlich auch sehr damit zusammen,
dass ich hier noch nicht an meiner Wasserverarbeitung... Oh, die Wasserverarbeitung sollte ich weitermachen. Wie war das? Dampf muss ich noch erzeugen, ne? Dampf erzeuge ich am besten. Wo war denn das? Hier mit einem Kohleheizkessel fürs Erste. Genau. Wasser kommt von der Seite rein. Ah, ich musste noch Kohle einfüllen. Kann das sein? Genau, Kohle müsste noch überall hin. Dafür brauchten wir noch ein Kohlelager. Ein Kohlelager. Das ist die Frage, wie wir hier am besten noch ein Kohlelager hinsetzen. Von der Sache erreichbar ist. Ich denke, ich kann bestimmt hier unten irgendwie... Nee, kann ich nicht. Was ist, wenn ich es einfach hier hinsetze? So. Die dürfen dann alle nicht... Also im Grunde, der darf export und importiert werden, die anderen alle nicht. So, hier tun wir noch nicht... Ach, Kohle hätte ich vielleicht noch eintragen können, ne? So, und dann verteilt er das von hier aus. Ja, okay, jetzt gerade schiebt er auch das Zeug raus. Was hat denn der? Kann Abfall nicht abliefern, kein gültiges Ziel. Zurücksetzen? Der hat sich einfach aufgehängt. Wo kommen denn die ganzen LKWs auf einmal her? Ah, die liefern Kohle. Oh, ich würde mal sagen, hier sind wir auch gleich fertig. Ich gehe jetzt von mir den Auftrag wieder hier hinten. Das zu machen. Gut, Angie schiebt das jetzt dann hier durch und dann können wir das dementsprechend hier verteilen. Der hintere geht dann außen rum, rüber zur Dampfkesselbeheizung. Und dann sollten wir mit Kohle gut dran sein. Gemüse wegen Wassermangel? Was heißt denn hier Wassermangel? Wo ist denn hier ein Wassermangel? Was hat die Farm? Jetzt ist es wieder in Ordnung, okay? Leer. Oh, ich hab's nicht angeschlossen, ich Idiot. Oh, das hat mich jetzt... Oh, ich hab fast kein... Ich hab fast kein Essen mehr. Aber hier ist relativ viel auf Lager. 55 gerade. Die Lager füllen sich ja gerade. Warum nimmt ihr nicht nichts mit? Ist das denen einfach zu weit weg oder was ist hier los? Ihr habt wieder keine Gebiete. Dann buddelt ihr mich hier hinten noch weiter. Eieieiei. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles, einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Wolke. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann darum, dass wir hier aus Salzwasser endlich Energie produzieren. Und somit uns unabhängig von Dieselstrom machen. Also, bis dann. Ciao.